Hallo und willkommen zum 14. MKW Cup. Wir schreiben Freitag, den 26. Juli 2013. Wann geht's endlich los? Jetzt, okay. 2, 1. Ah, es war ein bisschen früh. Absolut abgekackt. Ja, zu gewinnen gibt es den Super Mario Power-Up Plüschpilz. Beziehungsweise Pilz im Plüsch. Wie ihr es gerne hättet. Und ja, heute ziehen wir das Ganze, die ganze Sache wieder ohne Gast durch. Also ich kommentiere alleine. Jetzt mal gucken, dass wir hier schön den Stern einsetzen. Kugelwilli von hinten. Sensationell, noch ein Stern hinterher. Geile Sache. Gib mir die Wolke. Schade, ich muss trotzdem. Ist die Frage jetzt, was wäre geiler gewesen? Okay, jetzt können wir ein bisschen übers Offroad ziehen. Sehr schön. Okay, Maxi gleich einsetzen. Da vorne ist ein Blueshell. Sehr, sehr, sehr schön. Finde ich gut, finde ich gut. Alles prima hier. Das ist nicht so prima. Wow, aber knapp. Wow, noch ein Blueshell. Da kommt vielleicht sogar noch ein dritter Blueshell. Was ich allerdings, ich glaube, das Maximalste, was ich mal gesehen hatte, waren 4. Wow, was war das denn? Mann! Zack. Ja, ja, wie gesagt, ohne Gast heute. Allerdings zum Vorteil für euch, denn ich hatte ja heute schon mal so ein kleines Infovideo hochgeladen, wer es gesehen hat. Bisschen spät, da ich heute ziemlich privat viel zu tun hatte. Ja, und dort hatte ich ja schon erwähnt, dass es neue Quizregelungen gibt. Neue Quiz-Kategorien. Danke, der klappt noch sehr schön. Okay, der Schock ist gar nicht so schlecht. Ja, es gibt neue Quiz-Regeln. Boah, ich werde da nochmal gleich ein bisschen zumindest näher drauf eingehen. Boah, danke, Niki. Vielen Dank. Bist ein guter. Jetzt hätte ich aber gerne hier noch ein Item. Also ich finde die Runde schon ein bisschen chaotisch hier. Okay, auf Platz 4 noch ein Item. Oh, sehr schön. Oh, nee. Das hätte so gut werden können. Aber vielleicht wird es ja noch gut. Vielleicht wird es ja noch gut. Komm, komm, komm. Zieh. Wow, der Pilz ist eigentlich schneller als der Stern. Allerdings auf... Ja, ich hatte zu viel Rückstand. Ja, egal. Trotzdem. Wir sind nicht Letzter. Wir sind nicht Vorletzter. Wir sind Fünfter. Ich begrüße den Star, den YouTube-Star, den Patrick Megaman, den Storm, den Nicky, den Maroon, den Smoke und den Mickey Miku. Ich muss kurz gucken, das war der Marco, glaube ich. Und ich wusste gar nicht, dass Maroon bei TCG ist. Wusste ich gar nicht. Okay, und Smoke auch. Geil. Wer sich das Infovideo zu den neuen Quizregeln noch nicht angeguckt hat, der kann ja mal vorbeistöbern auf meinem Kanal und ja. Wie gesagt, der sollte sich halt vorher erkundigen. Wow. Bevor er das hier anguckt, bitte das Infovideo angucken, was ich heute am Freitag, den 26. Juli hochgeladen habe. Und ja, es gab gestern was ziemlich krasses. Gucke ich mir eigentlich gerne an, aber nur in Actionfilmen. Und zwar ist in Spanien, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ein Zug verunglückt. Die Sache war ziemlich dramatisch und ja, der Zug kam aus der geraden Kurve. Aus der geraden Kurve. Fragezeichen, gibt es gerade Kurven? Ja oder nein? Nein, natürlich kam er aus der Geraden und wollte in die Kurve reinziehen und wurde durch die ziemlich starken G-Kräfte aus der Kurve gedrückt und ja, seitlich gegen so eine Betonmauer gekracht. War ziemlich krank, sah das aus. Wie so ein Actionfilm, so ein bisschen. Und ja, der Zug sollte statt seinen erlaubten 80 bis 90 km/h, ich glaube 190 km/h ist er gefahren. Also wie gesagt, 80 waren erlaubt. Oh, der Stern ist sehr gut. Komm, gib mir die Wolke. Gib mir die Wolke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, noch ein Pilz, noch ein Pilz. Setz mal den jetzt hier ein. Setz mal den jetzt hier ein. Wir setzen ihn hier ein. Und zieh noch einen Pilz nach, bitte, komm, 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 komm. Ja.
So kann man uns wenigstens absetzen von der Gruppe. Und ich denke, das sollte ein sicherer dritter Platz sein. Ja, sehr gut. Übrigens, Smoke fährt mit Kart. Das freut mich. Finde ich gut. Ich weiß nicht, kann sein, dass er natürlich auch den Start verkackt hat am Anfang. Hatte ich auch schon oft. Beim Niki ist das, glaube ich, auch mal passiert. War das Niki? Ich glaube, der hatte... Ja, der war nicht schnell genug da. Und wenn man dann halt im Auswahlbildschirm ist, hat man dann halt ein Kart. Und Mario natürlich, ja, kann passieren. Der Weiger hat geschrieben, dass er sich absolut feiert, wenn er einmal Erster wird. Also es hat nicht so viel Mut, der gute Kollege, der gute MKW-Teilnehmer. Boah, ich bin zumindest auch froh, wenn ich erstmal einmal Erster werde. Ui, der war gut. Der war sehr gut. Da sind jetzt 4 Mann reingefahren. Sensationell. Ja, beim Zugunglück 78 Tote gab es, das ist natürlich nicht so geil. Ist auch klar, wenn man 190 statt 80 km/h fährt, das sind schon ein paar Klamotten mehr. Und da pfeffert es natürlich einmal aus der Kurve. Bisschen krank, was in den Leuten manchmal echt vorgeht. Was die damit bezwecken wollen, Fragezeichen, ja, vielleicht schlecht geschlafen oder so. Ich weiß es nicht. Übrigens, auf YouTube gibt es da auch ein paar Szenen dazu. Auch davon, wie der Zug reingecrasht ist in die Mauer. Wie gesagt, ziemlich spektakulär. Und wir schicken, war das Patrick Megaman? Ich weiß es nicht. Ich habe nur so ein... Ich sehe ja sein Profilbild. Wow. Und das sah ziemlich identisch aus. Zack. Ja, Angry Birds, ich habe ein kleines Problem gehabt. Das wird leider heute nicht mehr kommen. Ich hatte es gestern Nacht auf 1080p angefangen zu rendern. Und ich lasse das immer über Nacht rendern bei mir. Heute früh stehe ich auf, schön um 7 und guck drauf. Ups, 6,9 GB. Kannst du nicht bringen. Weil, ich erkläre es euch gleich, 6,9 GB ist ziemlich viel. Ich habe es jetzt nochmal in 720p hochgeladen, beziehungsweise ich lade es gerade hoch. Ich habe es gerendert von heute früh und es sind jetzt verdammte, ich glaube, 3,5 GB. Und bei 1080p hätten wir, wie gesagt, 6,9 GB und das ist definitiv zu lange, denn ich brauche für die 720p jetzt 10 Stunden, ehe ich das oben habe. Das ist eine Menge Zeit. Aber wie gesagt, der Part müsste dann morgen früh, also ganz früh für die Leute, die ganz früh aufstehen sind. Patrick Megaman letztens, guckt erstmal so schön Worms-Part von mir, der so nachts um 4 gekommen ist. Ja, wenn es warm ist, bin ich auch vielleicht nachts manchmal ein Stündchen munter oder so. Normal fahre ich nicht. Kann aber trotzdem ab und an mal passieren. Boah, danke. Smoke fährt schon mit Kart und rappt mich auch noch weg hier. Okay, der Blitz ist gut. Jetzt ziehen wir nämlich schön ein fettes Item nach. 3 Pilze ist nicht so fett. Niki hat eine Wolke. Niki hat eine Wolke und bleibt nicht stehen. Okay. So, Pilz hier einsetzen, dass wir den optimal über den Turbo weiterziehen. Jetzt. Jawohl, das ist gut. Hier seitlich langfahren. Komm, 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 komm. Wow. Ohne Ziel bitte noch. Jawohl. So ein bisschen aus der Masse rausgehalten. Wäre ich da durch die Mitte gefahren, wäre ich vielleicht in irgend so eine, wie sagt man, Lava-Kaskade gefahren. Oder würde von jemandem vielleicht noch mit dem Stern getroffen. Deswegen schön seitlich vorbei. Das passt und sehr gut. Wie gesagt, Angry Birds kommt morgen früh, also Samstag, ein bisschen spät. Ich weiß, früh um 5 bis um 6. Und wie sieht's aus? Patrick auf Platz 1. Wer hätte das erwartet? Ich natürlich. Smokey Platz 2, Niki Platz 3. Ich müsste Platz 4 gewesen sein. Das sieht gut aus. Ja, ich war heute im Kaufland. Ich weiß echt nicht Kaufland, ob das jetzt ziemlich verbreitet ist. Bei uns ist das ziemlich beliebt so bei den Menschen, bei den Bürgern, bei den Leuten, bei den Einwohnern. Ja, wie ihr es gern hättet. Und da habe ich mir erstmal schön, also die haben eine richtig tolle Auswahl an verschiedenen Eissorten. Wir haben da, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 8 Truhen stehen, große Eistruhen. Und ja, da ist definitiv für jeden was dabei, alle Geschmacksrichtungen. Und
Ich bin eigentlich so ein Fan von Straw Nice. Ich kaufe mir das auch immer, wenn täglich der Eismann bei uns kommt. Der Eismannwagen täglich um 4 pünktlich. Na gut, nicht pünktlich, manchmal auch ein bisschen später. Okay, Patrick ist schon wieder auf Platz 1, ich weiß nicht. Verträgt die Hitze wahrscheinlich am besten von allen. Deswegen skillt er hier auch so durch. Oh, Smoke mit Card. Gar nicht so schlecht, fällt mir. Okay, wir ziehen mal, wir hauen mal ein paar Queen Shades nach vorne. Wow, jetzt war Shane schon wieder, ganz klar. Ja, Thema Kaufland, da gibt es halt, wie gesagt, wunderschöne Eissorten, haufenweise. Für jeden was dabei und ich esse eigentlich immer so Zitrone. So eine Sorte, die ich gerne mag. Zitrone, Joghurt, Melone. Alles so ein bisschen, was ein bisschen frisch schmeckt. Bisschen, ja, bisschen, wie gesagt, mal säuerlicher vielleicht. Ich finde das ziemlich erfrischend. Deshalb, ja, ich esse übrigens auch die Bonbons von Ahoy Brause gerne. Gibt es auch Gummitierchen, die habe ich mir heute gekauft. Ziemlich lustig. Sauer macht lustig. Für jeden zu empfehlen. Ja, genau, ich wollte. Scheiße, zweite Runde. Quiz. Ich muss schnell das Quiz holen. So, hier ist es. Und ja, ich stelle die erste Frage schnell mal. Und zwar in. Quiz ist ein bisschen anders. Ich erkläre im zweiten Part noch vielleicht ein bisschen was dazu. Wie gesagt, und guckt mal in das Infovideo. Da wird auch ein bisschen was beschrieben. Beziehungsweise wird es ausführlich beschrieben. Den Cookie-Video behalten wir nochmal. Ja, Frage. In welchem Spiel kann man diesen Och, komm. Leute, macht's doch nicht so kompliziert. Ja, schnell. In welchem Spiel kann man diesen Musiktitel finden? Ja, ich denke, ihr habt es gehört. Wer es weiß, nochmal zur Information, nicht unter das Video schreiben. Merkt euch die Antwort und schaut dann morgen den nächsten Part, den zweiten Part, euch an. Da kommen dann die restlichen 6 Fragen. Und ja, wie gesagt, schreibt es euch auch auf, merkt es euch, guckt euch morgen den Part nochmal an, wie ihr Lust habt. Der Star, der Patrick ist erster, geil. Der Marco... Der Marco, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich es falsch sage jetzt. Ist zweiter, Niki. Dritter, Smoke. Vierter, Storm. Fünfter. Okay, die 5 sind weiter. Und das war erstmal das... Erster Rennen, der erste GP. Schaltet morgen wieder ein, wenn der zweite kommt. Macht's gut, bis später und ciao.